Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, wie arbiträr ist der Zusammenhang zwischen grammatischen Strukturen und Bedeutungsstrukturen? Hinter dieser Frage steckt mehr als das, was Ihnen ohnehin oder aus anderen Podcast-Folgen längst bekannt ist, dass nämlich Ausdrücke mit Bedeutungen assoziiert sind oder anders gesagt, konventionell verknüpft sind. Mit sprachlichen Ausdrücken meine ich sowohl Einzelausdrücke wie Pferd, als auch zusammengesetzte Ausdrücke wie Nietzsche umarmte das Pferd auf der Straße in Turin. Analoges gilt für Einzelbedeutungen und zusammengesetzte oder komponierte Bedeutungen. Dann können wir auch von grammatischen Strukturen und von Bedeutungsstrukturen sprechen. Die Frage dieser Podcast-Folge, wie arbiträr der Zusammenhang zwischen sprachlichen Ausdrücken und Bedeutungen ist, bezieht sich natürlich auf die Dimension der Arbitrarität oder Beliebigkeit des sprachlichen Zeichens. Erinnern wir uns, Ferdinand de Saussure hat diesen Grundsatz formuliert. Er besagt, Zitat de Saussure, das sprachliche Zeichen ist beliebig. So ist die Vorstellung Schwester durch keinerlei innere Beziehung mit der Lautfolge Schwester verbunden, die ihr als Bezeichnung dient. Sie könnte ebenso wohl dargestellt sein durch irgendeine andere Lautfolge. Das beweisen die Verschiedenheiten unter den Sprachen und schon das Vorhandensein verschiedener Sprachen. Saussure Ende. In anderen Sprachen haben nämlich die entsprechenden Vorstellungen andere Bezeichnungen. Dass keinerlei innere Beziehungen zwischen dem Lautbild und der Vorstellung besteht, heißt, dass wir von einer Bezeichnung nicht durch eine natürliche oder logische Gesetzmäßigkeit auf das Bezeichnete schließen können, so wie von Rauch auf Feuer oder von einem Fußabdruck auf den dazu passenden Fuß. Man sagt auch, das Lautbild sei nicht durch die Vorstellung motiviert, sondern unmotiviert. So hat auch die Lautfolge Nietzsche umarmte das Pferd auf der Straße in Turin scheinbar keine logische oder natürliche Verknüpfung mit der entsprechenden Vorstellung, und sie haben auch keine Ähnlichkeit zueinander. Scheinbar. Was steckt also genau hinter der Frage, wie arbiträr der Zusammenhang zwischen Ausdrücken und Bedeutungen ist oder zwischen Ausdrucksstrukturen und Bedeutungsstrukturen? Zitat de Saussure. Der Grundsatz der Beliebigkeit des Zeichens gestattet doch in jeder Sprache das völlig Beliebige, das heißt das Unmotivierte, von dem nur relativ Beliebigen zu unterscheiden. Das Zeichen kann relativ motiviert sein. Zitat Ende. Eins von de Saussures Beispielen für relative Motiviertheit sind Zahlausdrücke. Das Wort, die Zeichenkette, 11, ist nicht durch die Vorstellung der Elfheit oder die Vorstellung der Ziffer 11 motiviert. Wenn wir nicht schon Deutsch können, dann können wir aus der Vorstellung der Elfheit nicht ableiten, wie das deutsche Wort dafür lautet. Dagegen ist das Wort 13 relativ motiviert. Wodurch ist 13 relativ motiviert? Weil wir dabei an andere Ausdrücke denken, die mit Elementen von 13 assoziiert sind, zum Beispiel mit 3, mit 7, mit 2, aber auch mit 10, mit 40, 90 und mit vielen anderen. Die Ausdrücke 3 und 10 für sich genommen sind jeweils genauso unmotiviert wie 11, aber grammatisch verknüpft in dem Ausdruck 13 sind sie relativ motiviert. Es gibt eine grammatische Regel im Sprachsystem, die diese relative Motiviertheit hervorbringt. Die Regel im Sprachsystem regelt, wie Verbindungen von Zahlwörtern zu interpretieren sind. X gegenüber x10, dies gegenüber x und y zig, dies gegenüber x 100y und z zig und so weiter. Egal welche arbiträren Zahlwörter wir für x, y und z jeweils einsetzen, wenn wir sie nach der grammatischen Regel zusammensetzen, werden sie im Syntagma, also in ihrer grammatischen Verknüpfung, durch diese Regel zu einem bestimmten Grad motiviert, und zwar, weil dadurch aus dem zusammengesetzten Ausdruck mittels Regelkenntnis seine Bedeutung zu einem gewissen Grad vorhergesagt werden kann. Möglicherweise weckt das in Ihnen Assoziationen mit dem Kompositionalitätsprinzip.
Die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks ergibt sich aus den Bedeutungen der Einzelausdrücke und ihrer grammatischen Verknüpfung. Wenn Sie die Art der Verknüpfung kennen, brauchen Sie die Bedeutungen der Einzelausdrücke nicht zu kennen, um zumindest etwas über die Bedeutung des ganzen Ausdrucks zu sagen. Das ist zwar keine natürliche Ableitungs- oder Vorhersagebeziehung wie zwischen Rauch und Feuer, aber eine konventionelle, eine regelbasierte. Warum ist dann die Bedeutung von zusammengesetzten Zahlausdrücken nicht motiviert, sondern nur relativ motiviert? Im Geiste de Saussure wäre zu antworten, dass sowohl der Grundstock der Sprache, die einfachen Zeichen, als auch die grammatischen Regeln, mit deren Hilfe sie kombinierbar sind, arbiträr sind. Im Zusammenspiel von jeweils arbiträren, einfachen Zeichen und grammatischen Regeln bildet sich aber so etwas wie eine teilweise wechselseitige Vorhersagbarkeit von grammatischen Strukturen und komponierten Bedeutungen. In dem, was jetzt folgt, möchte ich Ihnen einige Beispiele zeigen, wie die völlige Arbitrarität der Sprache durchbrochen wird. Das heißt in Bezug auf die Ausgangsfrage, dass es Motivationsbeziehungen zwischen grammatischen und Bedeutungsstrukturen gibt, die die völlige Beliebigkeit unterlaufen. In modernen Grammatiktheorien werden syntaktische Strukturen und semantische Strukturen jeweils als mentale Einheiten, als Wissenseinheiten beschrieben. Sie bedienen sich bei semantischen Strukturen dabei der Beschreibungsmittel, die Gottlob Frege entwickelt hat, auch wenn der in diesen Strukturen keine kognitiven Strukturen gesehen hat. Nach Frege haben Sätze nämlich eine Argumentstruktur. Katharina zerbricht die Vase lässt sich semantisch beschreiben mit dem Prädikat zerbrech und den Argumenten Katharina und Vase. Auf syntaktischer Seite entspricht dem in modernen Grammatiktheorien das Verb zerbricht, die Subjekt-NP Katharina und die Objekt-NP die Vase. Das sind ganz parallele Strukturen. Das Argument Katharina wird mit der Subjekt-NP Katharina assoziiert und das Argument Vase mit der Objekt-NP die Vase. Da aber syntaktische Strukturen in der jüngeren Linguistik als unabhängig von semantischen Strukturen begriffen werden, stellt sich jetzt die Frage, welches semantische Argument eigentlich grammatisch wie ausgedrückt werden soll. Warum wird nicht das semantische Argument Katharina als Objekt-NP ausgedrückt und das Argument Vase nicht als Subjekt-NP? Bei dieser Frage ist es wichtig zu verstehen, dass das nur eine andere Formulierung unserer Titelfrage ist. Wie arbiträr ist der Zusammenhang zwischen grammatischen Strukturen und Bedeutungsstrukturen? Wenn dieser Zusammenhang bei unserem Beispielsatz völlig arbiträr wäre, dann wäre es auch nicht festgelegt, in welcher grammatischen Struktur die semantische Prädikat-Argumentstruktur ausgedrückt wird. Und umgekehrt wäre aus der Satzstruktur nicht erkennbar, welche Prädikat-Argumentstruktur er ausdrückt. Mit anderen Worten, er wäre nicht verständlich. Warum verstehen wir ihn aber trotzdem? Man hat zeigen können, dass Argumente sich in Gruppen einteilen lassen und dass die Gruppen in nicht arbiträrer Weise damit zusammenhängen, wie sie grammatisch ausgedrückt werden. Was ist hier mit Gruppe gemeint? Damit sind die thematischen Rollen Agens, Verursacher, Experiencer, Rezipient, Thema, Patiens und so weiter gemeint. In Katharina zerbricht die Vase ist Katharina eine Verursacherin oder ein Agens, das heißt eine Ereignispartizipantin, die etwas an einem anderen Gegenstand verursacht bzw. die willentlich handelt. Die Vase wäre ein Thema oder ein Patiens, das heißt ein Ereignispartizipant, an dem sich etwas vollzieht bzw. der von etwas affiziert wird. Wie kommt man auf solche Rollen? Man kommt auf solche Rollen, weil man gemerkt hat, dass sie in der Grammatik immer wiederkehren und grammatisch immer wieder gleich ausgedrückt werden. Vergleichen Sie Katharina zerbricht die Vase mit der Stein überrollt die Katze, Katja küsst ihre Freundin, das regt mich auf, niemand trinkt Alkohol. Sätze mit Subjekt-Akkusativ-Objekt-Struktur, die Prädikat-Argumentstrukturen mit Verursacher oder Agens und Thema oder Patiens ausdrücken. Daran sehen Sie schon, dass der Zusammenhang zwischen Satzstrukturen und Prädikat-Argumentstrukturen etwas mit diesen Rollen zu tun hat. Jetzt achten Sie mal auf die folgenden Sätze. Die Vase zerbricht. Der Stein zerbricht die Vase.
Katharina zerbricht die Vase mit dem Stein. In Die Vase zerbricht gibt es hier nur ein Argument, ein Thema, die Vase. Wenn das gilt, wird es als Subjekt ausgedrückt, also die Vase, das Thema. In der Stein zerbricht die Vase haben wir als semantische Argumente den Stein mit der Verursacherrolle und die Vase als Thema oder Patiens. Das heißt, der Verursacher schiebt sich sozusagen in der sprachlichen Realisierung dieser Prädikat-Argument-Struktur in die Subjektfunktion, dann wird die Vase als Thema oder Patiens in die Objektfunktion geschoben. Und in Katharina zerbricht die Vase mit dem Stein ist das Argument Katharina jetzt als Agens, als Subjekt ausgedrückt, das Instrument Stein als adverbiale Bestimmung mit dem Stein und das Argument Vase erneut als Objekt. Sie werden im Deutschen sehr viele Beispiele für genau den gleichen Mechanismus finden. Die Tür ist geöffnet, der Schlüssel öffnet die Tür, jemand öffnet die Tür mit dem Schlüssel und so weiter und so fort. Was ist diesen Fällen gemeinsam? Es ist Folgendes. Wenn es ein Agens gibt, wird es in einem einfachen Aktivsatz immer Subjekt. Wenn es zwei Argumente gibt, wird das Agens Subjekt und das andere etwas anderes. Wenn man noch mehr Sätze vergleicht, wird sich zeigen, dass es eine Hierarchie von thematischen Rollen gibt. Agens vor Verursacher, vor Rezipient, vor Thema und so weiter. Und diese Hierarchie lässt Vorhersagen darüber zu, wie semantische Argumente grammatisch ausgedrückt werden. Ein vereinfachtes Beispiel. Bei den allermeisten Verben des Deutschen wird das Argument mit der relativ höheren Rolle in einem Aktivsatz als Subjekt und die niedrigere Rolle als eine Art Objekt oder als adverbiale Bestimmung ausgedrückt. Der Zusammenhang von semantischen und grammatischen Strukturen ist also alles andere als arbiträr, sondern relativ motiviert. Jetzt kann man natürlich fragen, woher die Hierarchie der thematischen Rollen kommt. Ihre Leistung ist tatsächlich in allen Sprachen aufweisbar. Im Detail ist sie aber schwierig. Beispielsweise steht nicht fest, wie viele Rollen es gibt und wie sie sich genau definieren lassen. Der Verdacht liegt aber nahe, dass sie irgendwie natürlich, das heißt nicht konventionell ist, also die Hierarchie der thematischen Rollen, sondern dass sie sprachunabhängig relevant für die menschliche Kognition ist. Je nach grammatischem Regelsystem äußert sie sich aber nur verschieden in verschiedenen Sprachen. Es gibt in der Sprache diverse Phänomene, die zeigen, dass sprachliche Formen ikonische Abbildungsverhältnisse zu semantischen Inhalten unterhalten. Ikonizität meint nach Charles Sanders Peirce das Phänomen, dass ein Zeichenträger seinem Bezeichneten in bestimmten Hinsichten oder in einer bestimmten Hinsicht ähnelt. Es handelt sich dabei also explizit um keine arbiträre Beziehung. Diese Ikonizität äußert sich allerdings nicht in Beziehungen zwischen Einzelausdrücken und ihren unzusammengesetzten Bedeutungen, sondern auf einer zweiten Ebene, auf einer höheren Ebene, zwischen zusammengesetzten Ausdrücken und komponierten Bedeutungen, wobei die enthaltenen Einzelausdrücke jeweils arbiträr sind. Und man nennt diese Ikonizität zweiter Stufe dann diagrammatische Ikonizität. Ich gebe Ihnen drei Beispiele dafür. Erstes Beispiel. Pluralformen sind in den allermeisten Fällen länger bzw. morphologisch komplexer als die entsprechenden Singulare. Haus, Häuser, Baum, Bäume, Geschwindigkeit, Geschwindigkeiten, Auto, Autos und so weiter. Inwiefern ist das ikonisch zu Bedeutungsstrukturen? Hier ist es so, dass mehr an Ausdruck, also mehr an morphologischer Komplexität, auch mehr an Inhalt ausdrückt. Im Falle der Plurale drücken sie ein ganzzahliges Mehrfaches an dem aus, was die jeweiligen Singulare ausdrücken. Zweites Beispiel. Katharina betrat das Restaurant, ging zu seinem Tisch und ohrfeigte ihn. Inwiefern ist das ikonisch zu Bedeutungsstrukturen? Es gibt hier ein diagrammatisch-ikonisches Verhältnis zwischen der Reihenfolge, in der das Geschehen stattfindet, und der Reihenfolge der Teilsätze, die das Geschehen ausdrücken. Erst wird betreten, erster Teilsatz. Dann wird zum Tisch gegangen, zweiter Teilsatz.
und zum Schluss wird geohrfeigt. Dritter Teilsatz. Das kann man natürlich auch anders ausdrücken, aber wenn es so ausgedrückt wird, verstehen wir es diagrammatisch ikonisch. Und manche anderen Varianten wären auch komisch. Katharina ging zu seinem Tisch, betrat das Restaurant und ohrfeigte ihn. Komisch. Drittes Beispiel. Es gibt Online-Datenbanken, die sogenannte Sprachuniversalien sammeln. Universalien sind Eigenschaften, die absolut alle Sprachen oder Zwischensprachen über zufällig viele Sprachen aufweisen. Darunter befinden sich auch semantische Universalien. Damit sind hier solche gemeint, die Zusammenhänge zwischen Bedeutungen und ihrem grammatischen oder lexikalischen Ausdruck betreffen. Ein Beispiel für eine solche Datenbank ist The Universals Archive, das an der Uni Konstanz beheimatet ist. In diesem Archiv können Sie gern mal browsen. Das Universal Nummer 592 aus diesem Archiv ist eines, das eine statistische Tendenz aufweist, aber nicht absolut universal ist. Ich paraphrasiere es mal so. Was syntaktisch eng zusammensteht, gehört semantisch eng zusammen. In allen Sprachen gibt es aber Ausnahmen davon. Dann steht das, was semantisch eng zusammengehört, syntaktisch nicht eng beieinander. Im Deutschen finden Sie zahlreiche grammatische Phänomene, die diesem statistischen Universal entsprechen. Die meisten Konstituenten oder Phrasentypen im Deutschen, Nominalphrase, Präpositionalphrase, Adjektivphrase und viele Instanzen von Verbalphrasen, werden nicht durch Elemente von anderen Konstituenten unterbrochen, sondern bilden perfekte formale Einheiten, die eine perfekt abgegrenzte Teilbedeutung zur Gesamtbedeutung, also beispielsweise zur Satzbedeutung, beitragen. Die ungerecht behandelte Katharina, Nominalphrase. In dem kleinen Restaurant, das sie immer zusammen besucht hatten, Präpositionalphrase. Dagegen lautet es nicht, die in immer besucht zusammen Katharina ungerecht und so weiter. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Was semantisch eng zusammengehört, steht syntaktisch eng zusammen. Das zeigt ganz offensichtlich, dass syntaktische Einheiten semantisch motiviert sind. Die Tatsache, dass dieses Phänomen universell, wenn auch in allen Sprachen zu verschiedenen Graden aktualisiert ist, provoziert die Frage, inwiefern hier eine Art der natürlichen Motivation vorliegt. Das ist eine Art von Ikonizität, die suggeriert, dass sie durch die Funktionsweise unserer Kognition besteht. Fast viertens möchte ich Sie noch auf ein Wörterbuch der deutschen Gebärdensprache hinweisen. Dort können Sie sich von dem Grad der ikonischen Motivation in Gebärdensprachen überzeugen. Sie finden es unter https://seindict.org. Zu den Grundannahmen des Strukturalismus nach de Saussure gehört der methodische Grundsatz, dass sich sprachliche Strukturen nur einsichtsreich untersuchen lassen, wenn man sie entweder als Sprachzustand untersucht, das macht die synchronische Sprachwissenschaft, oder wenn man ein sprachliches Phänomen oder verschiedene Sprachzustände in ihrer historischen Entwicklung untersucht, das macht die diachrone Sprachwissenschaft. Man sollte diese Hinsichten auf Sprache aber nicht vermischen. Bisher haben wir nur aus synchroner Perspektive drauf geschaut, wie Ausdrucksphänomene semantisch motiviert sind und deshalb nicht voll arbiträr sind. Man kann Einzelausdrücke oder zusammengesetzte Ausdrücke und ihre Bedeutung in unserem heutigen Deutsch natürlich auch in Bezug auf frühere Sprachzustände untersuchen. Sprachwandel vollzieht sich überraschend regelmäßig. Es gibt bekannte Ursachen für Sprachwandel, es gibt bekannte Resultate von Sprachwandel und es gibt sogar bekannte und sehr spezifische Mechanismen von Sprachwandel. Das neuhochdeutsche Verb haben ist heute als lexikalisches Verb vorhanden, aber in der Hauptsache als extrem häufiges Auxiliar, als Hilfsverb. Wenn man weiß, dass haben sich durch den Mechanismus der Grammatikalisierung aus einem älteren Sprachzustand entwickelt hat, in dem es einmal halten bedeutet hat, dann kann man mit gutem Grund sagen, die heutige Bedeutung sei historisch motiviert. Der Helm heißt schon seit dem Althochdeutschen Helm und hat auch immer das Gleiche bedeutet,
Mit der Ausnahme, dass eine Frisur heute despektierlich auch mal Helm genannt wird. Die Ausdrucksbedeutungsbeziehung bei Helm ist deshalb auch historisch motiviert. Alles an einer natürlichen Sprache ist auch historisch motiviert. Weil das aber in der Analyse selten ein Differenzierungsmerkmal ist, wird es auch nur selten relevant. Höchstens dann, wenn synchronische SprachwissenschaftlerInnen einmal vergessen, dass es diese Erklärungsdimension auch gibt. Wie ich versucht habe anzudeuten, ist der Zusammenhang zwischen sprachlichen Ausdrücken und sprachlichen Bedeutungen auf arbiträrer Grundlage voller relativer Motiviertheit. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, als sei die Arbitrarität tatsächlich die Ausnahme, obwohl die kleinsten Zeichen, die Morpheme, alle arbiträr sind. Wenn wir aber alles Zusammengesetzte betrachten, finden wir allenthalben relative Motiviertheit, als ob das das Eigentliche der Sprache wäre. Und dabei möchte ich es auch diesmal bewenden lassen. Die Ausgangsfrage gibt noch viel Spannendes mehr her. Damit sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss bis zu einer anderen Folge.